Herzlich willkommen bei Chef in the Woods. Schön seid ihr diese Woche wieder hier. Samstag, heute machen wir den Rockford Whisky Bagel. Was wir dazu brauchen, wie es am Ende aussieht und schmeckt, Leute, das seht ihr jetzt. Bleibt dran. Freunde, wir brauchen 6 Scheiben Speck. Wir brauchen ungefähr 100 Gramm Rockford. Rockford ist hier Blauschimmelkäse, seht ihr. Ich stehe da drauf. Wer das nicht mag, einfach weglassen. Hier habe ich einfach ein paar Scheiben Cheddar. Dann unsere genannten Bagels. Ich habe 2. Whisky. Hier haben wir schönes Rindshackfleisch, was wir einfach mit ein bisschen Melton Sea Salt Flakes abschmecken werden. Nachdem das zu einer schönen eigenen Masse geformt wurde, machen wir hier schöne flache Patties. Ich will pro Bagel 2 bis 3 reinmachen, darum sollten die wirklich schön flach sein. Jetzt mache ich die noch schnell fertig und dann sehen wir uns auch schon vor dem Feuer. Drei Stück pro Bagel. Wir lassen das für ungefähr 2-3 Minuten und wenn das dann fertig ist, ist die Plancha schön vorgefettet, geben unser Fleisch drauf. Den Speck drehen wir um. Zwei Minuten, jawohl, wunderbar. Ja, einer ist mir leider runtergefallen, was soll man machen, der Fuchs braucht auch was. Unsere Bagelseiten toasten wir hier schön auf der Seite an. Ja, Leute, wir geben hier unseren Cheddar rauf. Super. Dazu kommt überall eine gute Portion Rockford drauf. Ja, Leute, wir geben hier einen Schluck Whisky drauf, Deckel drauf und den Käse schön schmelzen lassen, ne? Ja, richtig käsige wunderschön geschmolzen. So, Freunde, 3 Scheiben Speck. Guckt euch das an. Geil, Leute, geil. Ja, ich wünsche einen guten Appetit, ne? Ich probiere das. Mmh. Mmh. Braucht überhaupt keine Soße. Das Fleisch schön zart, schön saftig. Der Käse geschmolzen. Speck gibt auch ein schönes Fett ab. Was will man da mehr? Leute, ich bin im Burgerhimmel, ne? Hm. Auch der Rockford kommt hier richtig gut hervor. Vorhin, als ich den so probiert habe, war er schon sehr, sehr, sehr stark, muss man sagen. Jetzt so, sehr angenehm. Mit dem Cheddar zusammen, die schmelzen schön zusammen und verbinden sich auch sehr gut. Sehr, sehr, sehr lecker. Hm. Hm. Freunde, ich bleib hier. Die beiden Burschen essen es locker auf. Ne? Ihr, schreibt in die Kommentare, wie hat euch das Video gefallen? Falls ihr es nachgemacht habt, wie hat es euch geschmeckt? Schreibt alles da rein. Ballert voll sozusagen.
Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Auf dieser Seite, Leute, könnt ihr das Video liken. Hier lasse ich euch die Mac and Cheese Playlist. Und auf der Seite, Freunde, seht ihr das XXL Bauernfrühstück von Klaus, das Remake-Video. Wir sehen uns nächsten Samstag bei Chef Wurz.